Moin Leute der gepflegten Unterhaltung. Wir sind heute hier in Dortmund auf der SIM-Expo. Und ich würde sagen, ich nehme euch mal ein kleines Stück mit und dann bekommt ihr mal einen kleinen Eindruck, was es hier so alles gibt. Gehen wir mal gerade ein bisschen darüber. Ein paar Rigs. Ja, okay, das ist halt schon pervers geil. Ne? Ich meine, hier oben kannst du ja noch DRS oder sowas. Aber hier ist halt auch noch geil, hier hast du das Display wieder, ne? Ja, das finde ich halt dann das schon ein bisschen geiler. Es ist schwerer als das Fanatec auf jeden Fall. Bremse wäre mir jetzt ein bisschen zu schwach. Also, wenn du schon Low-Zell-Pedale haben willst, dann richtig. Dann muss er auch schon richtig hier. Er muss richtig reinladen können, sodass du eigentlich schon die Hinterbrücke wieder wegbrichst. Boah, Alter, was ist das für Scheiße? Hilfe, da muss ich schon mit der ganzen Hand rumgreifen. Ja. Boah, der obere. Also der untere geht, aber der obere ist ja eklig. Ja, und der mittlere ist auch wie der obere. Aber dafür sind die Drehknöpfe sind gut. Der Stoff ist cool, aber der verdreckt sehr schnell. Und dafür, liebe Community, was braucht man dafür? Handschuhe. Handschuhe, richtig. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. No way now, I'll give up everything. Hier, Red Bull? Ja, die wollte ich eigentlich damals haben. Aber das ist halt schon geil. Das wäre der QR2 Aufsatz. Ja, das sind halt schon geil. Ne? Wenn man einfach sagt, das haben sie richtig schön gelöst. Ah, hier das Ding. Ich sehe schon. Das ist das neue Lenkrad von Fanatec, was sie jetzt demnächst quasi auf den Markt bringen wollen. Ich weiß ja nicht mehr, also ich kann mit dem Display überhaupt nichts anfangen. So. Also ich finde es trotzdem geil gemacht. Also die mussten ja im Gegensatz für Mota, weil Mota ja schon so weit war, mussten ja irgendwas rausbringen. So ist es nicht. Vor allem achte mal, wenn du jetzt lenkst. Ja okay, das ist scheiße. Pedals sind gleich. Pedals sind absolut gleich. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also, ich kenne da noch ein bisschen geilere. Also man kann hier natürlich hinkommen, Sachen testen, Sachen erleben, Sachen sehen. Viele, viele neue Sachen, die da sind, zum Beispiel wie Fanatec jetzt das neue Lenkrad vorgestellt hat oder. So, wer Interesse hat an Simracing, der kann Rennen gucken, man kann es dafür auch eintragen. Absolute Empfehlung wert für das Geld, für die Karte auf jeden Fall. Vielen Dank, bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.